Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute ist Mittwoch, es ist jetzt kurz vor 10, ich bin sehr hungrig, war jetzt schon beim Sport, habe aber noch nicht gefrühstückt. Ich mache mir jetzt gerade so einen Mikrowellenkuchen mit flüssigen Kernen, das habe ich auch im letzten Food Diary drin gehabt, das Rezept. Ich kann es euch aber auch gerne nochmal in die Infobox schreiben. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Also das war jetzt 5 Minuten bei höchster Stufe in der Mikrowelle und ich habe noch ein paar Teekabeln aufgetaut und dazugegeben und wir suchen jetzt mal den flüssigen Kern. Also ich habe da ein Schokostück in die Mitte reingemacht. Kann aber sein, dass der ganz unten ist. Okay, ich weiß nicht, seht ihr ihn? Da unten ist er. Okay, da beschlägt gleich die Kamera. Ich habe es auf jeden Fall diesmal auch ohne Kakaopulver gemacht, weil ich halt keinen Schokokuchen an sich haben wollte. Ich denke mal, so schmeckt es auch ganz gut. So, ich habe jetzt aufgegessen, mich an meinen Laptop gesetzt und werde jetzt endlich mal mit der Präsentation, also der Prüfungsleistung für Storytelling anfangen. Ich habe das jetzt irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen vor mir hergeschoben. Also gerade die, die mir auf Instagram folgen, werden das wahrscheinlich auch so ein bisschen mitbekommen haben. Ich habe jetzt das Modul Storytelling schon, glaube ich, seit 2 Wochen oder so gemacht. Und jetzt bisher nur das Skript durchgearbeitet und die Lernblätter erstellt. Moment, ich zeige euch das mal kurz, also die Lernblätter für Storytelling. Ich habe die diesmal hochkant gemacht, weil ich dachte, dass es vielleicht ein bisschen übersichtlicher ist und das ist auch eher so eine Art Zusammenfassung. Also Lernblatt ist vielleicht auch gar nicht der richtige Begriff, weil ich an sich von dieser Zusammenfassung nicht lernen muss, sondern das eher als eine Art, ja, Zusammenfassung für mich selber ansehe, beziehungsweise wenn ich einfach für die Präsentation nochmal irgendwo was nachlesen möchte, dann kann ich das auf den Lernblättern beziehungsweise in der Zusammenfassung auf jeden Fall besser machen, als wenn ich jetzt nochmal das ganze Skript irgendwie durchsuchen müsste. Also ich brauche auf jeden Fall natürlich schon das Skript beziehungsweise das Gelernte für die Präsentation, aber ich muss das jetzt nicht irgendwie auswendig lernen. Ich finde aber, so ist es auf jeden Fall übersichtlicher. Also ich glaube, ich werde meine Lernblätter in Zukunft immer hochkant machen. Also man hat irgendwie ein bisschen eine bessere Orientierung. Ich habe mir zur Präsentation da letztens schon mal so einen Leitfaden runtergeladen. Also es gibt eigentlich zu allen Sachen an der IU eine ziemlich gute Anleitung beziehungsweise so eine ziemlich ausführliche Erklärung. Also hier wird halt alles erklärt, wie man die Fachpräsentationen gestalten muss, also worauf halt Wert gelegt wird, auch bei der Bewertung und wie man halt irgendwie rangehen soll. Gerade weil es ein Fernstudium ist und man jetzt halt sonst nicht so wahrscheinlich Plan hätte. Auf jeden Fall stehen dann hier unten noch irgendwo die Aufgabenstellungen. Genau, hier war es. Und man soll quasi in der Präsentation Storytelling in irgendeinem Beitrag analysieren bzw. halt so vorstellen in der Präsentation. Also entweder Storytelling in Beiträgen aktueller TV-Magazine, also mit TV-Magazinen sind jetzt keine Fernsehzeitungen gemeint, sondern halt irgendwie so Magazine, Reportagen, whatever, Reisemagazine, irgendwas in der Richtung. Dann Storytelling im Spielfilm und crossmediales Storytelling in Werbung, PR und Marketing. Ich denke mal, dass ich Aufgabe 2 nehmen werde, also Storytelling im Spielfilm, weil das ganze Skript eigentlich auch darauf ausgelegt ist, Storytelling in Filmen so zu erkennen, beziehungsweise da so gewisse Schritte zu erkennen. Und da dementsprechend die Aufgabe wahrscheinlich für mich jetzt noch am leichtesten sein wird, beziehungsweise eben auch am meisten angelehnt an das Skript sein wird. Und ich glaube, das wird mir auch am meisten Spaß machen. Und Storytelling ist eigentlich so dieser Main-Focus auf verschiedenen Strukturmodellen, beziehungsweise ja so Aktmodellen, wie das gerade klingt. Also es geht, wie soll ich das erklären? Es geht darum, dass ganz, ganz viele Filme oder in ganz, ganz vielen Filmen gewisse Handlungsstränge bzw. Handlungen immer wieder auftauchen. Ich glaube, das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, also dass es zum Beispiel in ganz, ganz vielen Filmen eine sogenannte Heldenreise gibt. Also dass es halt einen Helden gibt, also einen Protagonisten, der in seiner normalen Umgebung den sogenannten Call to Adventure bekommt, also irgendwie eine Berufung, dass er irgendwo anders hingehen soll, irgendwo anders gebraucht wird oder whatever. Zum Beispiel bei Harry Potter. Der bekommt ja dann diesen Brief und wird nach Hogwarts eingeladen. Das ist der Call to Adventure in dem Film. Also das war zum Beispiel auch ein Beispiel im Skript. Und als ich dieses Skript durchgearbeitet habe, ist mir ein Film in den Kopf gekommen, den habe ich vor einer Weile mal mit Robin geguckt, wo ich mir so dachte, ja, in dem Film kamen auf jeden Fall viele von diesen Punkten der Heldenreise vor und der Film heißt Love and Monsters. Den haben wir damals auf Netflix gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Netflix Original Film war oder ob das irgendwie einfach nur dort kam. Auf jeden Fall gab es da definitiv auch so eine Heldenreise und eben ganz viele Punkte, die da einfach zutreffen. Und was ich jetzt erstmal machen werde, ich werde mir erstmal ein paar Infos noch zu dem Film raussuchen, also ein bisschen Recherche betreiben und dann nochmal hier meine Zusammenfassung einmal durchgehen und mir so ein paar Punkte raussuchen und nochmal aufschreiben, auf die ich halt besonders achten möchte und dann
im Anschluss mal gucken, ob ich das dann heute noch schaffe, weil ich bin am Nachmittag auch verabredet zum Kaffee trinken, nochmal diesen Film reinziehen. Wahrscheinlich auch nicht nur einmal. Das wird ein Spaß, weil der ist auch, glaube ich, relativ lang. Ja, der geht fast 2 Stunden. Ja, und dann eben versuchen, diese Punkte herauszuarbeiten. Ich habe mir jetzt auf verschiedenen Seiten so ein paar Hintergrundinformationen zusammengesammelt, also so Produktionsjahr, Studio, Drehort, die Hauptdarsteller, Regie und so weiter. Und ich habe mir einige Filmkritiken durchgelesen und da wurde dann auch schon ganz oft geschrieben, dass der Film ein Paradebeispiel für die Hero's Journey, also die Heldenreise von Joseph Campbell ist. Also es gibt noch 2 andere Modelle, also einmal die 3-Akt-Struktur nach Sid Field und einmal so eine abgewandelte Form von dieser Heldenreise von Christopher Vogler. Und wir sollten halt eins davon anwenden und ich werde jetzt auf jeden Fall die Heldenreise anwenden, weil wenn die Filmkritiker schon geschrieben haben, dass das ein Paradebeispiel dafür ist, werde ich da auf jeden Fall einiges finden. Und ich werde mir den Film jetzt auf jeden Fall nochmal ganz aufmerksam zu Gemüte führen und nebenbei eben gucken, welche Punkte von dieser Heldenreise da drauf zutreffen bzw. darin zu finden sind. Es ist jetzt kurz vor 15 Uhr. Ich habe jetzt erstmal Pause gemacht und den Fernseher ausgeschalten, weil ich mich ja jetzt, wie gesagt, noch mit einer Freundin treffe. Wir müssen Kaffee trinken und ich brauche auch jetzt erstmal eine Pause. Also ich denke, ich werde den Film nicht nochmal schauen müssen, weil ich jetzt schon relativ oft einfach Pause machen konnte und ja alles Mögliche, was irgendwie relevant sein könnte für diese Analyse, einfach aufgeschrieben habe. Und ich denke, das reicht dann, wenn ich den halt einmal sehr, sehr intensiv anschaue. Ich bin jetzt auch schon bis über die Hälfte gekommen und werde dann einfach später weitermachen und mich jetzt erstmal auf den Weg zum Café machen. Wir gehen ins Kaiserwetter, das ist in der Friedrich-Ebert-Straße in Potsdam. Also wenn ihr aus Potsdam kommt, kennt ihr das wahrscheinlich, weil es ist ein relativ bekanntes Café und so ein richtig cutes Instagrammable Café. Und wenn ihr nicht aus Potsdam kommt und Potsdam mal besuchen wollt, dann ist das eine kleine Empfehlung. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und wisst ihr, was mir einfach passiert ist? Ich habe einfach vergessen, Trinkgeld zu geben, obwohl ich sonst immer richtig spendabel bei Trinkgeld bin. Gerade wenn wir halt eine nette Bedienung haben und das war diesmal halt wirklich auch eine richtig nette Bedienung. Aber ich habe halt mit einem 50-Euro-Schein bezahlt und der Betrag war, glaube ich, irgendwie nur so 7 Euro oder so. Und normalerweise ist es ja immer so, wenn man jetzt beispielsweise ein Abendessen bezahlt und das kostet irgendwie, keine Ahnung, 22 Euro und man legt 30 Euro hin, dann sagt man irgendwie 25 oder so. Das ist halt so relativ nah beieinander, also der Betrag, den man hingelegt hat und dann der Betrag, den man halt sagt, was dann quasi der Trinkgeldaufschlag ist. Aber bei mir war das halt einfach nicht so, weil ich ja, wie gesagt, den 50-Euro-Schein hingelegt habe und dann habe ich einfach vergessen, quasi zu sagen, ja, machen Sie 10 Euro oder so. Und das ist mir gerade so unangenehm, weil es war halt mega schön da und die Bedienung war, wie gesagt, auch total freundlich. Und jetzt kam ich jetzt wahrscheinlich so rüber wie so eine geizige Alte. Also Bedienung vom Kaiserwetter, falls du das siehst, es tut mir leid. Mache ich beim nächsten Mal das doppelte Trinkgeld. Genau, ich werde mir jetzt noch den Rest von dem Film reinziehen und dann das für heute auch dabei belassen mit dem Uni-Zeug, weil das war dann schon erstmal wieder genug. Leute, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Es war einfach richtig süß. Eine Freundin von mir hatte mir geschrieben, also hatte mich gefragt, ob ich gerade zu Hause bin. Und ich so, ja, warum? Und auf einmal klingelt es an meiner Tür und da steht sie unten und bringt mir das hier. Und das sind gesunde Vanillepudding-Schnecken, glaube ich. Moment, packen wir die ganze mal aus. Oh mein Gott, das sieht einfach richtig gut aus. Ja. Schaut euch das mal an. Und Vanillepudding-Schnecken sind einfach so krass meine Kindheit. Also die gab es immer bei meiner Oma. Okay, wir probieren die jetzt mal gemeinsam, wenn die gut schmecken. Was ich glaube, schreibe ich euch das Rezept in die Infobox. Mmh.
Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die sind so weich. Also wirklich wie so ein, also ganz fudgy und weich, wie so eine normale Puddingschnecke. Also man schmeckt schon, dass es weniger süß ist und weniger fettig, weil ich glaube, diese richtigen Puddingschnecken, die werden ja auch mit Blätterteig gemacht. Aber richtig gut. So, Freunde, ich mache jetzt was, was ich schon Ewigkeiten vorhatte, beziehungsweise hatte ich das Ding auch schon seit Ewigkeiten zu Hause und ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Und zwar möchte ich diese Gläser, beziehungsweise diese Aufbewahrungsbehälter, die bei uns so in der Küche in diesem Regal stehen, labeln. Ich hatte das nämlich bei meiner besten Freundin gesehen, also sie hat, glaube ich, 3 Regale oder so in der Küche mit ganz vielen verschiedenen Behältnissen für, ja, Nüsse, Nudeln, Reis, Haferflocken, Schmelzflocken, alles Mögliche. Und sie hatte das eben schön feinsäuberlich gelabelt mit so einem Gerät hier. Und da hatte sie mir das dann zum Geburtstag geschenkt, der ja nun, wie wir alle wissen, auch schon eine Weile zurückliegt. Also wir haben jetzt, glaube ich, den 4. August. Ich hatte am 13. Juni Geburtstag. Das heißt, das Ding liegt schon eine Weile bei mir rum. Und heute möchte ich das endlich mal machen. Also so sieht das aus und man dreht hier quasi so den Buchstaben, den man haben möchte, in diesen Pfeil rein, also beziehungsweise in dieses Feld, und dann drückt man den so, also stanzt man das so in dieses Aufkleber dann rein, und ich glaube, das Ding ist dann auch klebrig, ne? Also wenn ich das jetzt hier so abschneide. Let's try. Ah, okay, never mind, da gibt es extra so ein Feld, wo man das abschneiden kann. Ja, ich glaube, das Abziehen sollte dann bestimmt eine größere Schwierigkeit werden, aber wir machen jetzt erstmal die Label. Ich habe mich hier in meinem Handy eine Liste aufgeschrieben, weil ich jetzt nicht die ganzen Gläser rüberholen wollte. Das sind einmal Chiasamen, Mohn, Haferflocken, Leinsamen, Kokosflocken, Zucker, Mehl, Nudeln, Crunchy Müsli, normales Müsli und Grieß. So, und das werden wir jetzt zusammen machen hier. So sieht das dann aus, wenn man fertig ist. Also ich kann euch 2 kleine Tipps geben. Und zwar einmal, man muss das wirklich richtig mit Kraft durchdrücken, sonst stanzt es das manchmal nicht ordentlich durch. Und hinter dem N habe ich jetzt auch nochmal ein Leerzeichen gemacht, weil das sonst so abgeschnitten wäre. Also ich habe hier gerade auch schon so einen Fehlversuch, wo das dann hinter dem N so krass abgeschnitten ist. Und das fand ich dann irgendwie nicht so schön. Und der innere Perfektionist hat dann geschrien, mach es nochmal. Sieht das jetzt aus? Ich finde es richtig nice. Also diese Labels geben den Behältnissen irgendwie so einen Industrial Look, also weil das halt irgendwie so industrial-mäßig aussieht. Ich weiß nicht, was hier manchmal passiert ist. Also manchmal springen irgendwie die Buchstaben so. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Vielleicht habe ich da zu doll gedrückt oder so. Auf jeden Fall habe ich bei den vorderen, kleineren Gläsern das Etikett in die Mitte geklebt und hinten, damit man es eben auch von vorne sehen kann, was da drin ist, das Etikett so oben an den Rand geklebt. Und ich liebe es. Also ich finde es total cool. Und jetzt weiß man immer, was drin ist, ohne gerade jetzt so die hinteren Gläser allesamt hochzuheben. Mittlerweile ist es jetzt kurz nach 23 Uhr. Ich habe jetzt noch mit Robin die 5. Folge Bachelorette, ja, ich glaube, die 5. Folge war das, geschaut. Und muss sagen, dass es irgendwie ganz amüsant war. Also in der Folge ist irgendwie krass viel passiert, habe ich das Gefühl. Ihr könnt mal, wenn ihr Bachelorette schaut, in die Kommentare schreiben, was ihr von der diesjährigen Bachelorette haltet, also von der Maxime. Ich finde die auf der einen Seite total süß und authentisch und sympathisch, und ich finde sie halt auch viel, viel nahbarer als zum Beispiel eine Gerda Lewis oder eine Nadine Klein. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass es irgendwie ein bisschen zu so einer Bachelorette dazugehört, so die strong, independent woman zu sein, und das ist Maxim, finde ich, nicht so sehr. Und mich würde echt mal interessieren, wie ihr dazu denkt, deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich werde mich jetzt abschminken und dann auch ins Bett gehen. Morgen dann noch schnell dieses Video für euch fertig schneiden, also morgen ist dann quasi schon Donnerstag und am Nachmittag muss das Video dann auch online sein. Deswegen, ja, beende ich meinen Vlog jetzt hier an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder bei einem Tag bei mir zuzusehen und mich so ein bisschen dabei zu begleiten, wie ich meine Präsentation für Storytelling, ja, anfange zu bearbeiten. Okay, der Arm ist gerade schwer geworden, versuchen wir es mit dem anderen. Ja, ich wünsche euch natürlich wie immer noch eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, und bis dahin, macht's gut. Tschüss.